Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Ich möchte euch kurz vorstellen mein neues Buch, die Daniel-Prophetie, hier in Farbe als Paperback, 450 Seiten so irgendwo. Da ist jetzt, das ist die komplette Zusammenstellung der Prophetien in Daniel mit in Farbe, auch im Paperback, ja, hier mal mit Wortstudien. Ja, kann man da sehen, alles auch in Farbe dann auch, damit man auch sieht, was da beschrieben ist, hier zum Beispiel bei dem gesalbten Fürsten oder hier so Auszüge aus der Bibel selber mit Passagen, die dann farbig angelegt werden. Hier sieht man mal die Berechnung, wie sie bisher ausgeführt worden ist, ja, von den evangelikalen Pastoren, ja, und dann gibt es auch mal meine Version. Die hat man dann hier zum Beispiel, ja. Da sieht man eigentlich, dass sich das, was im Alten Testament mit Antiochus beschrieben ist, das wird sich wiederholen, ja. Das kommt nochmal. Und das Buch beschäftigt sich halt mit den ganzen Thematiken um die Prophetien innerhalb von Daniel, Daniel 2, Daniel 7 und 8, Daniel 9, dann Daniel 11 und geht so einen ganzen Weg durch diese Daniel-Prophetie, beschäftigt sich auch hier mal mit diesen sogenannten prophetischen Jahren, die in der Bibel nicht existieren. Habe ich dann auch mal verschiedene Rechnungen auch angestellt zu. Ich rechne ja nichts um, sondern ich belasse das alles so, wie das der Engel auch gesagt hat, mit den 70-Jahr-Wochen, das sind Wochen von Jahren. Man braucht die nicht umzurechnen in Tage und dann wieder in Jahre zurück. Ja. Damit staucht man ja auch die 70-Jahr-Wochen unzulässigerweise auf dann nur noch 69. Ja. Also man hat ja auch bei der bisherigen Berechnung, die man da so anstellt, gar keine 70-Jahr-Wochen, sondern nur 69, wenn man das so rechnet. Dann hier natürlich auch mit dem Standbild, ja. Standbild Nebukadnezars, und zwar ganz von Anfang an, wie es normalerweise so gezeigt wird, wie die Weltreiche sich dann entwickelt haben. Ja, kann man hier auch sehen, das sind historische Karten, die ich dann da eingebunden habe, auch hier das Römische Reich. Ja. Also das ist ein schönes Weihnachtsgeschenk, wenn ihr Geschwister kennt, die sich interessieren für die Daniel-Prophetie und wie man die lesen kann oder lesen sollte und was bisher in der bisherigen Auslegung gedeutet wurde dazu. Das wird genauso gezeigt wie auch meine Version. Also es ist nicht nur, dass ich nur meine vorstelle, sondern auch die allgemein verbreitete Version. Dann kann man das an der Bibel auch nachvollziehen. Also es ist für jeden Laien eigentlich auch nachvollziehbar und verständlich, sodass er seine Bibel dann daneben legen kann und das nachprüfen kann. Wollte ich das nur kurz zeigen, wer noch ein Weihnachtsgeschenk sucht. Ja, Weihnachten kommt ja immer schnell und überraschend und unerwartet. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn noch? 12 Wochen, 14 Wochen, ich weiß es nicht genau, ja. Bis Weihnachten kommt und vielleicht habt ihr da jemanden, den das interessiert, ja. Ja, ganz vergessen habe ich noch zu erwähnen, dass es das Buch auch als Schwarz-Weiß-Buch gibt, ja. Dann als Paperback-Fassung, also Hardcover mit Schwarz-Weiß-Wortstudien, kann man aber auch lesen, kann man auch sehen. Papier ist ein bisschen hochwertiger. Es ist so, dass Amazon, wenn man die Bücher hochlädt in Farbe, dann druckt Amazon alle 450 Seiten in Farbe, in Vierfarbdrucken. Das ist extrem teuer. Man kann das aber nicht anders einstellen. Man kann das nur so einstellen, dass das entweder in Farbe oder in Schwarz-Weiß gedruckt wird. Und dann sind die Druckkosten bei Amazon also unerhört hoch. Deswegen gibt es eine Paperback-Version, die ist ein bisschen billiger im Bund, ja, in der Bindung, hat dafür dann Farbbilder und es gibt diese Schwarz-Weiß-Version als Hardcover, die dann auch etwas günstiger ist. Ja. Andere Bücher habe ich auch in einem anderen Verlag veröffentlicht, bei BOD, da muss ich dann aber immer wieder zählen, welche Seiten in Farbe sind und welche in Schwarz-Weiß, dann wird das da etwas günstiger. Aber es ist leider so, dass die Druckkosten bei Amazon so hoch sind, das ist der Grund dafür. Also wie gesagt, wenn ihr jemanden kennt, der Interesse hat an der Daniel-Prophetie und sich damit auseinandersetzen will, dann ist das vielleicht ein gutes Weihnachtsgeschenk. Ja. Euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.